Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es unseren perfekten Kopfbau, unser perfektes Setup für uns in dem Somo/Hookajohn-Funnel. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder. Wie gesagt, heute unser perfekter Kopfbau in dem Somo-Funnel. Erstmal so ein paar Daten und Fakten. Ihr seht den Kopf gleich genauer. Er ist schon hinter uns auf der Shishaya The Rock. Er kostet 27 Euro, was auf jeden Fall ziemlich heftig ist. Das Ganze ist aber auch aus Amerika importiert. Ich schätze, deswegen kamen da noch 1-2 Euro drauf. Den Kopf gibt es schon ziemlich lange. Definitiv kein neuer Kopf und definitiv auch kein neues Setup. Eignet sich aber vielleicht sogar zum ersten Mal so richtig gut für einen Mainstream-Tabak, den es in Deutschland zu kaufen gibt. Deswegen hat sich wahrscheinlich auch Somo gedacht, wir bringen das Ganze jetzt mal nach Deutschland. Aber Leute, nicht so viel Gelaber, wir zeigen euch erstmal den Kopfbau. Wir kommen erstmal zum eigentlichen Kopfbau. Hier seht ihr den Kopf nochmal in der Nahaufnahme. Ich habe den Somo-Funnel bzw. den Hookajohn-Funnel in dieser grünen, dunkelgrünen Variante. Ist nicht meine Lieblingsfarbe. Es gab sehr viele schöne Farben. Mir hätte am besten das mit dem Grau hier oben gefallen. Die Farbe gab es leider nicht mehr. Außerdem ist der Kopf nur noch sehr, sehr begrenzt verfügbar. Also wenn ihr einen haben wollt, seid auf jeden Fall schnell. Wie ihr seht und wie der Name auch schon sagt, es ist ein Funnel. Sprich, ihr habt ein erhöhtes Loch hier vorne in der Mitte und außenrum eben das Tabakdepot, wo ihr den Tabak reinpackt. Wir rauchen heute den Strong Passion. Ich mache erstmal die Dose auf. So sehen dann die Zipper aus. Ihr kennt sie ja bestimmt schon. Das sind die 20 Gramm Shots. Danke an der Stelle nochmal an Somo, dass ihr uns ein paar Shots zum Probieren vorbeigeschickt habt. Ich kenne den Strong Passion schon. Wie ihr wisst, war ich ja letztens auf dem Tasting. Das heißt, ich weiß schon, was mich erwartet. Aber ich freue mich auf jeden Fall aufs Rauchen. Aber wir machen einfach mal den Zipper auf. Ihr könnt das vorher nochmal kurz durchkneten bzw. umrühren, wenn ihr das in der Packung habt. Und dann reißt ihr das am besten einfach hier oben so auf bei diesen kleinen Zippern. Nehmt euch eventuell, falls ihr habt, eure Somo-Gabel und könnt dann einfach, ihr nehmt euch den Kopf parat, nehmt euch immer so ein bisschen Tabak auf eure Gabel und jetzt wird wahrscheinlich, weil die Kamera halt so komisch liegt, werde ich wahrscheinlich ein bisschen was daneben hauen. Aber ihr packt das erstmal so hier rundrum einfach rein. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit dem Stäbchen bauen, wie auch immer. Aber da der Strong von Somo halt relativ klebrig ist, bietet sich das eigentlich ganz gut an, das mit so einer Gabel oder irgendwas ähnlichem zu machen. Ihr könnt natürlich auch eine ganz normale Haushaltsgabel nehmen. Ist alles kein Problem. Ich streiche das dann immer hier so ein bisschen an den Rand am Anfang, ja, also hier so abstreichen. Drehe erstmal weiter und pack erstmal die ganze Menge Tabak da rein, die in dem Shot drin ist. Das sind wie gesagt 20 Gramm und genauso viel braucht ihr auch für den Kopf, ja. Also weniger als 20 Gramm würde ich da nicht reinpacken. Ihr werdet später sehen, wie voll das ist. So, ich denke, jetzt habe ich hier alles raus. Ihr seht, es ist noch relativ unverteilt. Ich nehme mal hier noch die paar Tabakfetzen. Ja, schön in die Mitte packen. So natürlich nicht. Dann gehe ich einfach hin und streiche das erstmal hier so ein bisschen glatt. Versuche das noch ein bisschen zu verteilen. Ihr seht schon, hier ist noch ein bisschen weniger Tabak. Das will man eigentlich nicht. Das heißt, ich versuche das hier so ein bisschen hinzustreichen, weil da hinten ein bisschen weniger ist. Und dann geht ihr einfach hin und drückt das Ganze hier so schön in den Funnel rein und macht dann einfach immer schön die Runde. Ja, so schön reinstreichen. Ich baue das Ganze auf die Höhe von dem Loch hier in der Mitte. Ja. Also ihr seht ja hier diesen Hubbel. Genau bis dahin baue ich den Tabak und streiche den dann erstmal rundherum hier so rein. In dem Somo-Funnel bzw. generell in Funnels drücke ich deutlich an. Also das ist nicht wie im Tonkopf, wo ich fast gar nicht andrücke, sondern nur so zurechtlege. Im Funnel drücke ich den Tabak wirklich fest und ihr seht auch schon, was das hier für eine geschlossene Fläche ergibt. Ja? Dann gehe ich immer noch hin und gucke, dass ich von dieser Kante hier mit der Spitze von der Gabel den Tabak so ein bisschen runterdrücke und auch nochmal fester andrücke. Drehe das Ganze dabei rundherum. Schau, dass ich alle Stellen erwische, dass oben keine Tabakfetzen mehr hängen, ja, damit da auch nichts irgendwie schnell anbrennt oder so. Dann ist eigentlich mehr Schönheitsgeschichte, gehe ich immer nochmal hier so ein bisschen über das Loch in der Mitte drüber, streiche an, was da nochmal hochkommt
So, den Tabak da abstreichen. So, sodass da nicht schnell irgendwie was reinfliegt. So, bei dem Somo-Funnel ganz wichtig, weil hier liegt ja dann später die Alufolie drauf, gehe ich immer nochmal mit dem Finger rundrum, streiche den Tabak ab. Könnt ihr entweder irgendwie noch mit reinpacken oder so, aber schaut auf jeden Fall, dass hier nicht so viel Tabak oben auf diesem Rand liegt, weil ansonsten könnt ihr euch das ziemlich schnell anbrennen. Ich rauche den Somo-Funnel mit 4 Lagen ganz normaler Haushaltsalu. Dazu lege ich sie dann hier drauf, halte das oben fest und ziehe das rundrum einfach runter. Ja, ziehe hier schön, man kann es auch mal von der Seite zeigen, ziehe hier einfach mit meiner Hand schön die Alufolie an der Seite entlang. Ja, so. Und mache das dann einfach rundrum noch ein bisschen, am besten irgendwie auf dem Tisch, dass ihr unten auch einen Punkt für den Gegendruck habt. Gehe dann nochmal hier rum, drücke hier die Seiten an. So genau muss man das eigentlich nicht nehmen, aber damit es maximal dicht wird, ist das auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann braucht ihr irgendwas zum Lochen von der Alufolie, da ich hier ja schon meinen Somo-Stecher habe, wo hinten einfach eine kleine Nadel drin ist, nehme ich auch einfach die. Den äußersten Ring mache ich immer relativ genau und gehe dann einfach wirklich so weit außen, wie es geht, hier mit der Gabel direkt am Rand rein. Mache da einfach ein paar Löcher. Ja, also bei der Lochung, manche machen eine Rundlochung, lassen in der Mitte frei, so mache ich es zum Beispiel auch. Manche lochen den komplett. Ob die Lochen jetzt so einen Riesenunterschied macht, glaube ich nicht, würde ich nicht behaupten. Haut da einfach ein paar Löcher rein, guckt, dass ihr schön am Rand anfangt und euch dann in die Mitte vorarbeitet. Ja, oh, das, ihr müsst verstehen, ich habe auch einen sehr schlechten Winkel, um hier gescheit zu lochen. Ja, dann einfach noch hier so ein paar Runden machen. Macht nicht zu viele Löcher, aber macht auch nicht zu wenige. Ich gucke, dass ich so die Mitte ein bisschen freilasse und so passt das Ganze dann auch schon von der Lochung, ja. Also nicht zu viele Löcher, nicht zu wenig Löcher, Mitte ein bisschen freilassen und dann passt das Ganze. So, wenn ich den Rauch, lege ich hier noch ein Sieb drauf, das seht ihr gleich und dann kann es auch schon losgehen. Also ja, relativ easy, Tabak reinpacken, andrücken bis zu dem Wimpel da in der Mitte, Alufolie drüber, 4 Lagen normale Haushaltsalu oder eine Lage Panzeralu, ein bisschen lochen, Mitte lasse ich ein bisschen was weg von der Lochung, sodass ich nicht direkt die Luft in das Funnel-Loch reinziehe und dann sollte das passen. Ich würde sagen, mal gucken, wie das Ganze raucht. Ja? Den Kopfbau habt ihr gesehen, jetzt wisst ihr, wie wir den Kopfbau bauen bzw. wie für uns das perfekte Setup aussieht. Wir legen meistens die Kohlen so einfach immer gegenüberliegend, meistens 4 Stück. Ja, es ist einfach ein wunderschöner Kopf, also ich finde ihn gerade vielleicht in dem Grün nicht ganz so schön. Ich würde mir den vielleicht in einer anderen Farbe wünschen, vielleicht in so einem schönen Blau oder eher gräulich gehalten, schwarz oder so. Aber ich meine, nichtsdestotrotz, das ändert nichts am Kopf. Er bleibt und ist trotzdem wunderschön. Ich finde ihn eigentlich ziemlich gut gelungen, auch mit diesen kleinen Schriftzügen drin, gefällt er mir ziemlich gut. Und ja, für welchen Tabak eignet er sich? Also persönlich, eigentlich kann man jeden Tabak da drin rauchen, dann muss man aber wirklich aufpassen mit dem Hitzemanagement. Gerade aber Tabak, der wirklich sehr viel Hitze ab kann, eignet sich wirklich perfekt. Also jetzt aktuell rauchen wir ja den Strong Passion oder Strong Pass in dem Kopf. Der kann sehr, sehr viel Hitze ab, von daher auf jeden Fall ziemlich gut. Gefällt mir ziemlich gut und es raucht sich auch wirklich gut. Also Rauchverhalten seht ihr ja gerade hier bei Marvin. Rauchwolken sind auf jeden Fall am Start. Man kann nicht meckern, er drückt nicht, er kratzt nicht. Ihr müsst den Tabak auf jeden Fall mehr andrücken als andere Tabaksorten, beziehungsweise andere Tabaksorten in anderen Köpfen. Da bauen wir ja meistens in einem Tonkopf zum Beispiel richtig locker flockig. Hier drückt ihr den Tabak wirklich an. Es geht auch viel mehr Tabak rein, also meistens so um die 20 Gramm. Bei anderen Köpfen ist man da vielleicht irgendwas zwischen 9 und 15, manchmal auch 20, je nachdem, wie groß jetzt der Kopf sein soll. Aber trotzdem verbraucht ihr hier bei dem Kopf definitiv mehr Tabak. Ja, das ist auch wahrscheinlich mein einziger Kritikpunkt, glaube ich, an dem Kopf. Abgesehen vom Preis, weil 27 Euro sind schon ganz schön happig. Also das ist wirklich ein stolzer Preis für einen Kopf, finde ich. Aber ich meine, im Grunde kauft man sich ja nicht so häufig oder so viele Köpfe. Wenn ihr einen guten Tonkopf habt und einen guten Funnel habt und vielleicht noch einen Glaskopf habt, dann reicht das ja auch eigentlich. Und solange man die nicht kaputt macht, halten die ja ewig. Ja. Ja. Von daher, 27 Euro tut erstmal weh, geht aber eigentlich klar, wenn man sich halt überlegt, wie lange man das Ding dann hat.
Design, ich finde das Grün wirklich nicht so schön. Ja, also es ist einfach definitiv nicht meine Farbe. Musste den aber in der Farbe nehmen, weil es gibt nicht mehr so viele davon. Wenn ihr einen haben wollt, seid schnell, schaut, wo es noch welche gibt. Ich hätte ihn lieber, also das Grün unten finde ich ganz nice, aber es gibt den zum Beispiel auch noch, wo oben der Part grau ist. Das finde ich verdammt schön. Es gibt die auch noch in größer, dann von Hooker John selbst. Da muss dann aber extrem viel Tabak rein. Weil die 20 Gramm Tabak, die hier reingehen, sind schon relativ viel. Also ich könnte ihn mir auch in ein bisschen flacher vorstellen. Ich glaube, das Ganze würde immer noch sehr gut funktionieren. Und dann würde man vielleicht so, ja, irgendwas zwischen 15 und 17 Gramm oder sowas verbrauchen. So würde ich mir das Ganze auch eher wünschen. Aber nichtsdestotrotz raucht sich gerade Tabak, der viel Hitze ab kann, wie zum Beispiel der Somo in der Strongline, extrem gut in dem Kopf. Wie vorhin schon gesagt, könnt ihr fast jeden Tabak da drin rauchen. Das Einzige, wo ihr aufpassen müsstet, ist halt bei Tabak, der nicht viel Hitze ab kann. Solange ihr gut andrückt, könnte es klar gehen. Also ich habe auch schon Nameless da drin geraucht und es ging auch klar. Wobei ich dafür immer noch einen Tonkopf-Setup bevorzuge. Aber ja, wie gesagt, gerade für die Strongline extrem geil. Schwarzer Tabak läuft da drin wunderbar. Ich rauche in letzter Zeit sehr oft da drin, weil einfach sehr intensiver Geschmack, guter Rauch. Ja, ich habe nicht viele Kritikpunkte bis darauf, dass mir das Grün nicht so zusagt und dass der Preis relativ hoch ist. Aber er funktioniert auf jeden Fall einfach super. Ihr könnt uns ja gerne mal eure Erfahrungen mit dem Kopf unten in die Kommentare packen. Das soll es zu unserem perfekten Kopfbau im Somo Funnel unter, beziehungsweise im Hooker John Funnel und auch, ja, wie das Ganze so raucht, unser Review zum Kopf soll es damit gewesen sein. Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, lasst uns ein Abo da, schickt das Video raus an alle Freunde, die den Kopf vielleicht noch nicht so perfekt bauen und da definitiv mal ein, zwei Tipps gebrauchen können. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG. Ciao.